Aufwärmübungen, Nacken und Halsbereich. Aus, runter, ein, nach hinten. Bewegen den Kopf auf einer geraden Linie auf und ab. Aufrichten, nach links, nach rechts. Nicht allzu weit. Wichtiger ist es, senkrecht mit dem Ohr hochzuziehen. Auf wieder Ausgangsposition. Nach links, nach rechts. Jetzt mehr der Schulterblick mit den Augen auch mitgehen hinter dem Rücken. Einen Punkt versuchen zu sehen über die linke, über die rechte Seite. Mitte, Kinn zum Brustkorb, im Kreis langsam in eine Richtung. Aus, unten, ein, hier nur der Nacken, aus. Dehnung der Nackenmuskeln, also ein, aus. Etwas höher und dann Drehung in andere Richtung. Okay, vorne, unten beenden, Kinn am Brustkorb, einatmen, Kopf wieder senkrecht, ausatmen, Kopf nach rechts, wie davor, nur jetzt mit der rechten Hand umgreifen, linken Arm runterziehen, Bauch atmen, Entspannung der Schulter, Schlüsselbeinbereich, ein Mitte aus, andere Seite. Ein, aufrichten, ausatmen. Arme so zusammen, Handfläche nach außen, im Kreis hoch. Fest hochstrecken, Brustkorb nach links, nach rechts. Vor, zurück. Höher, die Arme jetzt senkrecht wieder. Einatmen. Ausatmen, Hände hinter den Kopf, Ellbogen zurück. Ein, Brustkorb vor, aus. Beuge vor und zwar nur im Kopf, nicht im Oberkörper. Ein. Aus. Ein. Aus nach rechts. Ein. Aus nach links. Ein. Aus vor. Hier unten ein. Aus. Ein, auf. Arme wieder ausgestreckt. Ausatmen, Drehung nach rechts. Beide Arme unterstützen. Ein, Mitte, aus, nach links. Ein, rechts. Ein, links. Ein, Mitte, nach rechts. Und ein Mitte nach links. Gerade. Beine ausgestreckt. Mit den Beinen so vor sich. Bisschen klopfen. Rechten Fuß heranziehen. Hier die Ferse unten am linken Oberschenkel platziert. Fuß heran. Hier. Wenn man den Fuß hier nicht so greifen kann, kann man einen Gurt nehmen. Auch ein so normaler Hosengürtel oder richtiger Yoga-Gurt oder irgendein kurzes Seil, hier um den Fuß und dann das Bein ausstrecken und ranziehen. Ausstrecken und heran. Ein paar Mal. Ausstrecken halten. Bauch vor. Oberkörper gerade und senkrecht, Bein näher ran. Noch näher.
langsam ab und den Fuß hier am Knie nach außen. Wenn diese Position für dich schwer ist, kannst du das untere Bein ausstrecken. Okay, rechts, unteres Bein. Ansonsten hier angewinkelt und den Fuß langsam drehen mit der rechten Hand zum Aufwärmen. Andere Richtung. Okay, von oben auf das Knie drauf, auf das linke. Drehung nach außen. Das ist die erste Bewegung. Schließen, greifen, Knie heran, Drehung nach innen. Das ist jetzt links bei uns. Okay, öffnen, Knie fest runter. Und der Oberkörper geht hier drauf. Wir drücken uns vom Boden weg praktisch. Aus, schließen, Knie heran. Oberkörper senkrecht. Brustkorb vor, der Brustkorb ist offen, nach links Oberkörper und Kopf. Letztes Mal öffnen, auf das Knie und ausschließen und hier dreimal durchatmen und ein, aus, zwei, aus, drei, aus. Einatmen, zurückgedreht, Fuß raus, der zweite Fuß raus, Beine gerade lockern, hier abgestützt, hoch, Füße runter, mit dem Kopf zurückziehen, so eine schiefe Ebene, Planke. Diese halten. Höher der Bauch. Aus, hat man hingesetzt, beide Arme parallel nach oben ein, aus, ganz langsam vor und hier noch nicht mit Kraft arbeiten. Wir sind jetzt noch am Anfang der Stunde. Nach vorne runter, so weit wie es geht, dann langsam mehr auflockern, so kleine Bewegungen im Rücken, in den Füßen, tiefer runter, also durch Bewegung, nicht durch Anstrengung, durch Bewegung den Körper lockern. Durch das Lockerwerden tiefer herab. Noch tiefer. Ein hoch. Aus. Linken Fuß heran. Wir arbeiten jetzt mit der rechten Seite. Unten. Fußsohle oder der Gurt. Hier soll man nicht so rund sitzen, sondern gerade der Rücken, Oberkörper, hochstrecken, heranziehen. Hoch und ran. Ein paar Mal. Auf und ab. Beim Hochkommen im Knie richtig durchstrecken. Auf, halten, Bauch nach vorn. Und Bein heran zum Bauch. Noch näher. Langsam wieder nach unten. Und auf das Knie drauf, so dass der Fuß vom Knie seitlich außen steht. Und dann mit der linken Hand, den Fuß drehen. Locker, das Sprunggelenk auflockern, andere Richtung. Okay, Knie runter, nach außen, das ist jetzt links, schließen, das ist rechts. Einatmen, öffnen, nach links, aus, schließen, nach rechts, Knie zum Bauch, Brustkorb offen. Letztes Mal, öffnen, ein, aus. Hier ein, aus. Ein,
aus. Ein. Aus. Ein. Langsam herausdrehen. Füße raus und die Beine direkt nach vorne. Hier abgestützt. Lange. Hoch. Füße runter. Kopf zieht zurück. Brustkorb raus. Becken höher. Dreimal durchatmen. Selbstständig. Und langsam wieder zurück. Arme rauf. Aus. Paschimottanasana. Ein Bauch nach vorn, Knie anwinkeln. Aus, tiefer runter, durchatmen. Noch tiefer herab. Ein, hoch. Füße heran, aus, hochdrücken. Einmal nach vorn gewechselt, auf, nach oben. Aufrechter Stand. Hier, die nächsten Einheiten. Ich gucke mal kurz, wie er heute dabei ist. Okay. Tadasana. Oberkörper gerade, Arme raus. Über dem Kopf zusammen, hier so die Finger ineinander. Nach oben hochdrehen, auf die Fußspitzen. Bauch zurück, stärker hochstrecken, ausatmen, einatmen. Ausatmen, Fersen ab, Arme runter im Kreis und die Schultern hoch zurück. Zwei, dreimal. Lockern, Baum als nächstes und zwar linkes Knie vor, linkes Knie zur Seite, heran. Fußsohle am Bein, Hände vorne am Brustkorb. Voll durchatmen. Oberhalb die Arme nach oben. Atmung noch langsamer, noch konzentrierter stehen. Einatmen maximal verlängert. Ausatmen ab. Daumen in der Faust drin. Die Daumenspitze ist am Ringfinger. Hier geschlossen. Bein gelöst. Bein nach vorne. Arme zurück. So hier. Schaut es so aus. Und dann, ohne den Fuß abzusetzen, Beuge vor. Hände am Brustkorb. Voll durchatmen. Arme auseinander nach links, rechts. Bein hinten strecken. Mehr verlängern nach links, rechts und das Bein mehr nach hinten verlängern. Ein vor, Füße zusammen, links, rechts, Arme locker schütteln, hoch ein. Aus nach rechts die Beuge, rechte Hand ist unten, die greift. Ein Mitte, hoch, aus nach links die Beuge. Voll ausatmen. Ein, rauf, Hände zusammen. Hier auf der Taille, Bauch, Brustkorb vor, Schultern nach hinten, Schulterblätter zusammenschieben. Und nach vorne beugen, die Hände bleiben immer noch hier. Und dann die Hände gewechselt hier auf die Hüfte und auf die Oberschenkel. Abwechselnd die Schulter ab
und hier drauf drücken, auf den Oberschenkel. Schulter ab, auf den Oberschenkel drauf drücken. 90 Grad, Beine und Oberkörper. Also das wäre zu viel. Das wäre auch zu viel. 90 Grad, flacher Rücken. Arme nach vorn. Maximal ausstrecken. Heran, Brustkorb, tiefer runter, Unterarme ineinander, locker aushängen, entspannen. Atme voll ein, atme vollständig aus, kippe nach vorne, bring das Gewicht auf die Zehen, entspanne die Rückenmuskeln noch mehr, ein- und ausatmen. Kopf hoch, einatmen, Füße zusammen. Langsam hoch, beim Hochkommen Arme raus, über dem Kopf ineinander, rausgedreht, auf die Fußspitzen. Hier balancieren, einatmen. Ausatmen, Fersen ab, Arme ab, nach unten. Und wieder Tadasana, Daumen in der Faust, Knie zusammen. Kopf zieht nach oben, Arme raus, Brustkorb vor, Bauch eingezogen, Kniescheiben zurück, die Kniescheiben anziehen, eine vollkommen stabile Haltung. Entspannen, kurz ausschütteln, dann rechte Seite vor, heran. Und im Baum abgesetzt, Hände vorn. Langsam durchatmen. Viel Stabilität, die man hier aufbaut. Und bei dieser Stabilität geht auch nach innen, sorgt für emotionale Stabilität, für mentale Stabilität. Arme raus und hochhalten, durchatmen. Komplett beruhigen. Und so eine Ruhe und gleichzeitig Kraft durch den Körper fließen lassen. Und ab. Beim Runtergehen Daumen in die Fäuste. Fuß gelöst, Bein nach vorne, Fäuste zurück. Nach hinten. Und dann Hände vorne am Brustkorb halten. Nach außen. Und nach hinten das Bein ausstrecken. Zurück, vor, rechts, vor, links, rechter Fuß. Und hier geht das Knie nach rechts raus. Also rechtes Knie nach rechts raus. Arme über dem Kopf zusammen. Oberkörper nach links zuerst. So, dass durch den Körper hier sich so ein Halbkreisbogen ergibt. Und noch mehr. Atmen. Auf, Wechsel, andere Seite und hier runter. Weiter ab. Hoch,
Füße wieder parallel zueinander, Arme runter, hier hinten auf den Rücken, auf die Taille, Brustkorb vor, nach hinten, noch mehr nach hinten. Einatmen, mit den Armen hinten vorbeugen. Nach vorne der Wechsel, links, rechts, runter die Schultern. Nach vorn ausstrecken, einatmen. Am Brustkorb ausatmen. Hier einatmen. Runterbeugen, Unterarme zusammen, ausatmen, Knie weich. Hier ein. Aus. Voll ein. Ausatmen, lösen. Füße kommen zusammen. Arm gewinkelt. Bauch auf diese Fläche drauf, auf die Oberschenkel. Hinten umgreifen, Beine durchstrecken. Einatmen, ausatmen, noch tiefer. Mit den Armen sich hier vom Boden wegdrücken. Stirn an die Schienbeine. Vorbeugen, atmen. Kopf hoch, Hände vor, Hände fest am Boden, tiefer in die Knie gehen, Sprung zurück, Planke. Die Planke jetzt mit dem Gesicht nach unten. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus, runter, ein, über die Fußspitzen rollen, aus, maximal hochziehen, Schultern zurück. Höher der Kopf, ausatmen, zurück, links, rechts, Fersen auseinander, Schultern tiefer runter. Durchatmen. Noch tiefer ab. Rechter Fuß Mitte, linkes Bein hoch, einatmen. Und dann linkes Knie zum Bauchkopf einziehen. Ausatmen. Vor. Einatmen. Sprinter. Hier. Ausatmen. Maximal langer Stand. Und hier maximal durchstrecken. Hinterer Oberschenkel. Hier dehnt es. Okay, dieser Bereich. Auf, Drehung nach rechts, so dass du jetzt so längs der Matte stehst und quer zur Kamera wahrscheinlich. Hier nach links, rechts der Wechsel. Vor, links, rechts abwechseln die Schultern runter. Auf, gerade, Arme über dem Kopf zusammen, Stupa. Arme über dem Kopf, eine Linie. Knie und Füße schauen nach außen. Tiefer noch. Höher. Füße parallel zueinander, Arme raus. Schulter hoch. Links, rechts, wie so ein Stern, der Körper. Schultern tiefer, Schulterblätter zusammen. Ein. Aus, vor. Ein. Hände am Brustkorb gesammelt. Aus. Rechte Hand in der Mitte. Linke Arm senkrecht nach oben, so dass beide Arme eine gerade Linie bilden. Blick hoch zum Daumen, zur Hand. Ein. Aus, ab. Andere Seite, Ellbogen. Einatmen, Blick hoch. Aus. Ein.
aus, ein, aus, nach unten. Geh dann mit den Händen an die Fußlinie ran, atme ein, atme aus, komm mit dem Kopf tiefer runter, ein, aus, ein, aus, ein, aus, noch stärker, ein, langsam hoch, Hände ein kleines Stückchen vorgesetzt und dann von hier links und rechts nach unten. Okay, Wechsel nach links, nach rechts. Ich schaue mal nach Kommentare. Okay, links, rechts. So, dass ein Fuß ausgestreckt wird, anderer Fuß ausgestreckt, okay? Und den Fuß immer so drin, dass er nach oben zeigt. Ein Bein ausstrecken, Wechsel, anderes Bein ausstrecken. Eine Seite, andere Seite. Und dann gehen wir so zurück, das linke Bein ausgestreckt bleibt und wir sitzen in so einer halben Hocke. Hier, der rechte Ellbogen ist innen vom rechten Knie, die Hand am Boden. Andere Hand ist oberhalb der Kniescheibe und wir drücken jetzt mit dem Ellbogen hier auf das angewinkelte Knie an. Okay, diese Ellbogen, hier ist die Arbeit. Okay, diese Ellbogen drückt auf das Knie und Blick hoch nach außen rauf. Hol durch. Tiefer das Becken. Und dann langsam hingesetzt. Becken am Boden. Fuß hierher holen. Ran. Oberkörper auf. Brustkorb vor. Mit beiden Armen das Knie herandrücken. Den Oberschenkel in den Bauch drücken. Und tief durchatmen. Stärker. Ein. Aus. Ab. Das Knie auf den Boden drunter drücken. Die Arme wechseln. Linke Hand am Knie und hier außen am Knie. Okay. Rechter Arm zurück. Und den Arm im Uhrzeigersinn so weit wie es geht herausdrehen. Zur Mitte, senkrecht hoch über der Schulter, die Handfläche und nach vorne im Bogen Richtung vorderer Fuß. Und die Hand hält außen am Knie immer noch. Hier hält man sich fest, so tief runter kommt man hier auch nicht, aber das öffnet sehr gut die Flanke. Jetzt rechts die schrägen Bauchmuskeln, rechts der Rippenbereich, dort die Dehnung. Ein, auf, Hand hier absetzen, die andere Hand gerade im Kreis, als ob man hier so einen Kreisbogen zieht, Becken hoch, Arm zurück, Becken noch höher, hier fest nach hinten schieben, beziehen. Bauch vor, zurück beim Atmen. Ein, aus, ab, vor. Das Knie bleibt immer noch hier, nur der Körper voll zum ausgestreckten Bein gedreht. Beide Arme nach oben einatmen. Beuge nach vorne, ausatmen. Noch tiefer runter. Noch tiefer runter.
Atme hier aus. Ein hoch, Kopf, Oberkörper, Fuß dran, Füße verbunden, Schmetterling, Bhadra Konasana und auf, ab. Über Kreuz oder voreinander, beide Füße und die Fersen. Vorher Atmung, Kapalabhati Kriya. Arm ausgestreckt, Brustkorb offen, also nicht zusammenfallen. 20, 30 Mal. Voll durchatmen beim Ausatmen, entspannen. Mehr entspannen. Zweiter Durchgang. Gut, wieder voll durchatmen, volle Lunge, ganzes Volumen, um sich so mit Sauerstoff wieder zu versorgen, um den Sauerstoffpegel wieder aufzubauen. Okay, zurück und jetzt folgt der nächste Block. Zurück zur Bewegung, zu den Asanas. Hier, Ausgangsposition, Katze, Marjoriasana, Füße zurück, nach hinten, abgetaucht, vor, Bauch durchbiegen, Kopf nach hinten, vorne zurückbiegen, Bauch einziehen, ein, unten durch, vor, aus, nach hinten, Bauch einziehen, voll aus. Ein, aus, ein, aus, ein, aus. Ausgangsposition, linkes Knie näher ran zur Mitte, rechtes Bein nach hinten gestreckt, rechter Arm nach vorn gestreckt. Fuß hinten packen, nach oben hochziehen, Bein und den Arm hochziehen. Ab, Knie und Hand, linkes Bein, linker Arm vor. Greifen, hochziehen. Langsam ab, nach hinten und ausgleichen durch eine gerade Pose. Bauch und die Rippen rollen auf den Oberschenkeln ab. Die Finger klettern vor, soweit wie es geht. Finger weit auseinander. Atmen. Stirn auf dem Boden, Hände näher rauen, Kopf an die Knie. Vor, zurück rollen, ein paar Mal. Auf, zurück zur Katze, Füße raus, zurück in den Hund. Beine einfach hier ausgestreckt, Becken, Steißbein hoch.
Linkes Bein in der Mitte, rechte Seite hoch einatmen. Rechte Seite Knie zum Bauch ausatmen. Nase stärker zum Knie, Kopf stärker zum Knie. Runder der Rücken. Schritt nach vorne, Sprinter. Jetzt ist die rechte Seite dran, rechts voran. Tief ab. Noch tiefer das Becken, um den Oberschenkel intensiver zu strecken. Vorne steht das Knie über der Ferse. Auf. Drehung und breiter Stand. Drehung jetzt nach links. Ich drehe mich jetzt um. Bei mir war hier vorne, jetzt ist bei mir hier vorne. Also mit dem rechten Fuß voran in die Richtung bei mir. Links, rechts. Füße, Knie schauen nach außen. So schauen sie nach vorne, so schauen sie nach außen. Links, rechts. Kurz tiefer, noch nicht allzu weit. Und dann Schraube. Eine Schulter hoch, eine Schulter zurück und wechsel. Eine Schulter runter, eine Schulter hoch. Und hier dabei auch das Knie zurückschieben. Hier, wenn rechte Schulter runter geht, rechtes Knie fest nach hinten. Linke Seite das gleiche, fest zurückdrücken. Auf, senkrecht, tiefer Stand, Füße nach außen, Arme über dem Kopf, Stupa. Der Bauch sollte hier nicht nach vorne rausfallen, eher den Bauch flach halten, Arme gerade und senkrecht. Atmung verlangsamen. Auf, Füße parallel zueinander, Arme raus, Stirn, Kopf zieht nach oben, durch die Schultern rauf, Beuge nach vorne, einatmen, Hände zusammen, ausatmen, links runter und rechts raus. Hier ein- und ausatmen, einatmen. Stärker hochstrecken, ausatmen, runter, einatmen. Andere Seite hoch rauf. Ausatmen, halten, ein, aus, ein, aus. Nach unten, näher an die Fußlinie und dieses Mal greifen wir die Füße hier an den Knöcheln unten, links, rechts, ziehen den Kopf runter zum Boden. Ein, aus, noch tiefer, ein, aus, ein. Nach vorne kommen mit dem Gewicht, Kopf stärker ab, ausatmen, ein, aus. Ein hoch, Hände am Boden, aus, links, rechts, der Wechsel und das Becken möglichst tief von links nach rechts verlegen und nicht hochsteigen und hinsetzen, okay? Möglichst tief nach links, rechts rüber gleiten. Ein Fuß ausgestreckt und dann der andere Fuß ausgestreckt. Okay, dann setzen wir uns so hin, dass das rechte Bein ausgestreckt ist. Da ist bei mir vorne, nochmal zur Erinnerung. Links mit dem Ellbogen draufdrücken, um das linke Knie zu öffnen. Oberhalb, rechte Seite. Hier. Oberhalb des Knies die Hand, linke Ellbogen drückt drauf und Blick nach oben zur offenen Seite. So, dass in der Hüfte hier die Arbeit spürbar ist, dieses Öffnen, dieses Rückwärtsbewegen.
Voll durchatmen. Und langsam hingesetzt, Fuß mit herangeholt, Becken ausgeglichen. Das Becken sitzt auf links und rechts gleichmäßig auf beiden Seiten. Umarmen das Knie und draufdrücken in den Bauch. Kopf strebt nach oben raus. Bauchatmung. Und dann das Knie nach unten mit der Hand auf das Knie draufgedrückt, um das Knie tief runter zu bekommen zum Boden. Dann Drehung nach links. Rechte Hand greift jetzt links um, und zwar außen am Knie auf der Rückseite. Linker Arm raus. Drehung gegen den Uhrzeigersinn, soweit wie es geht, mit der Handfläche. Zurück auf 12 Uhr. Rauf senkrecht. Und beuge nach vorne. Der Arm bleibt hier am Knie. Geh nach vorne und zum Fuß runterziehen. Runter, hoch ein. Hier die Hand abgesetzt, Becken rauf, mit dem Arm einen Kreisbogen ziehen und dann mit dem rechten Arm zurück, Blick zu Decken. Und langsam ab. Vor. Fuß ran, parallel beide Arme, atme dabei ein beim Hochstrecken, atme aus, beuge nach vorne, Janu. Hier entspannen und die Asana wirken lassen, also die Dehnung arbeiten lassen. Ein, rauf, Fuß heran. Rauf, runter die Knie. Okay. Links die Ferse greifen so von innen, das Bein rausstrecken. Und dran. Wechsel rechts greifen, das Bein rausstrecken. Ran. Beide Seiten rausstrecken. Hier wird das eine Gleichgewichtspose, die Dandamero Asana. Und hier fällt der Rücken zurück. Das ist normal bis zu einem gewissen Grad. Probiere Bauch, Brustkorb nach vorne rauszubekommen. Stärke, die Beine durchzustrecken. Zusammen, wie der Schmetterling. Näher an, wir öffnen weiter die Hüfte. Hier links drauf drücken, nach rechts drehen.
rechts drauf drücken, nach links drehen. Ein Mitte. Aus Vorbeuge mit den Ellbogen hier auf die Knie, auf diese Punkte Waden oder auf die Oberschenkel mit den Ellbogen drauf drücken, um die Knie zu öffnen. Gleichzeitig weit nach vorne mit dem Bauch Richtung Fußsohlen, dass man die Hüftmuskulatur ordentlich dehnt, somit die Oberschenkelmuskulatur. Noch weiter vor. Noch weiter vor. Aus. Ein. Oben aus. Ein. Füße und die Knie sammeln. Zusammen heran. Runden. Die großen ziehen. Wir haben davor die Fersen innen gegriffen. Das ist analog. Nur greifen wir die großen Zehen und strecken beide Beine parallel aus nach vorn. Öffnen und halten die Arme vor, Navasana, Boot. Halten hier die Körperspannung. Füße ein bisschen, die Beine anwinkeln, hier gerade. Greifen nochmal, nochmal ausstrecken. Und langsam ran. Links, rechts, die Füße mit dem Oberkörper aufrichten. Kapalabhati Kriya. Tief ein und aus und machen Energiearbeit, Visualisation. Schließen den Daumen wieder so in die Faust, die Daumenspitze am Ringfinger. Öffnen die Arme so nach vorne, strecken die Arme aus, also nach vorne über den Knien. Das ist die Mudra für die Erdung. Also verbinden uns so gedanklich nach unten zur Erde. Und stellen uns vor, dass der Körper eine Glocke ist und wir ziehen beim Einatmen die Energie auf und konzentrieren sie im Körper. Irgendwo Herzzentrum, Halszentrum, drittes Auge. Beim Einatmen von unten hochziehen durch den Körper. Hier links, rechts dieselben Fäuste unter dem Bauchnabel. Hier die Konzentration auf die Wirbelsäule, der mittlere Energiekanal auch, hier die Sushumna, eine feste, stabile Säule. Auch der innere Halt, den man auch bei sich selbst finden kann. Oft suchen wir diesen Halt außen, irgendwo in der Außenwelt, bei anderen Menschen oder irgendwelchen Tätigkeiten oder Situationen. Dieser innere Halt ist jetzt innen in diesem Moment, okay? Unsere Wirbelsäule. Und zwar vom Steißbein bis zum Atlas hier nach oben.
höher bis zum dritten Auge. Höher bis zum Kronenchakra hier. Entspannen, links öffnen, rechts öffne die Hände, verbinde Zeigefinger und Daumen, Konzentration auf das Herzzentrum, Brustkorb, Anahata Chakra, hier, also von hier aus öffnen, das Herz öffnen, die Herzlichkeit, so Mitgefühl, Mitempfinden möglichst groß anwachsen lassen. Verbindung mit dem eigenen sozialen Umfeld. Und dann Hände ganz auf, Verbindung nach oben, hier Solarplexus nach oben und Verbindung nach oben, wie wir das davor zur Erde runter gemacht haben, die Glocke, hier der Trichter nach oben öffnen und die Kraft von oben aufnehmen. Vordere Bereich Körper, wie so eine Satellitenschüssel, Stirn, Gesicht, Brustkorb, Bauch, Arme, Innenseiten und Handflächen. Und dann schließen Sampurna Mudra, Daumen über Kreuz, Zeigefinger vor, ausgestreckt. Die anderen Finger machen so eine Bewegung. Die sind in den Zwischenräumen, jeweils der anderen Hand. Und Bewegung, die Konzentration auf der Zeitlinie nach vorne, die eigene individuelle Zeitlinie nach vorne Richtung Horizont. Okay, diese Position dann wieder auflösen. Wir kommen jetzt zu den Umkehrposen.
und tiefen Entspannung Mitte der Matte. Langsam runter ab, Kerze oder Viparita Karani. Die Beine senkrecht nach Bein. Über dem Kopf runter, ab. Arme über dem Kopf auch oder unten am Boden. Beine über dem Kopf und Fußspitzen auch am Boden, wenn es klappt. Langsam zurückrollen. Und Füße runter, ab, links, rechts, Kopf, rechts, links. Arme unter den Körper, Beine ausstrecken, Ellbogen mehr zusammen. Hoch, Kopf zurück. Arme langsam ab. Arme links, rechts nach außen. Dann starten wir mit der tiefen Entspannung. Mit der Shavasana. Bewege und entspanne den rechten Fuß. Linken Fuß. Bewege die rechte Wade, die linke Wade. Knie, Kehle. Rechte Hüfte und Oberschenkel, linke Hüfte und Oberschenkel. Entspanne beide Hüftgelenke und das Becken. Die Taille und den unteren Rücken, Rückenmitte. Entspanne den Rücken oben, Schulterblattbereich. Rechte Hand, linke Hand. Entspanne die Unterarme.
Ellbogen, Oberarme, Schultern. Entspanne Schultern und die Schlüsselbeine. Nacken und Hals. Kehlkopf. Mach ein paar Grimassen, bewege alle Gesichtsmuskeln, entspanne die Kiefer, den Kiefer, die Zunge, Nase, Augen. Entspanne Stirn und die Schläfen. Dann die Kopfrückseite. Entspanne Brustkorb und den Bauch. Die inneren Organe. Entspanne den ganzen Körper gleichzeitig.
Gut, wir kommen langsam wieder zurück, bewegen die Hände, Füße. Legen die Handflächen zusammen, reiben, bis sie warm werden. Und wärmen damit die Augen. Massieren das Gesicht, Ohren, Nacken. Strecken die Arme aus, weit über Kopf, strecken die Beine gleichzeitig. Ziehen die Knie zum Bauch. Rollen links, rechts, vor, zurück. Auf dem runden Rücken fest zusammenziehen. Entspannen. Okay, und dann auf. Und ausatmen, wieder zur Ausgangsposition zurück. Kurz konzentrieren, in sich gehen. Ein, über den Kopf die Arme. Vorne in der Mitte runter, ein dreifaches Mantra um. Ein. Beugen uns nach vorne. Kommen zurück. Gut. Dankeschön fürs dabei sein, fürs Mitmachen. Morgen haben wir 7:30 mit der Inga die Stunde und bei mir wieder um 7 Uhr am Mittwoch mit energetischen Reinigungstechniken mit dem Morgen-Yoga. Gut, schaltet ein, bleibt fleißig dabei, dann wird es auch sich lohnen.